Moin und willkommen bei einer weiteren Replay-Analyse eines Abonnenten. Unser Star wird heute Borsti LP sein. LP sage ich schon, nee, den hatte ich auch mal, sondern Ilo Borsti. Das bedeutet, er wird heute mit Rice spielen oder wie ich ihn auch gerne nenne, Reese. Aber das ist nicht richtig, wir sind hier nicht bei Malcolm mittendrin, sondern bei Ilo Borsti mittendrin. Das heißt, er wird hier gnadenlos auf der Midlane, beziehungsweise er wird nicht auf der Midlane zocken. Normalerweise wäre dies eine hervorragende Wahl gegen Veigar gewesen, denn seine Ulti ist imstande, die AP-Carries richtig zu zerstückeln, weil er natürlich auch davon profitiert, wie viel AP der Gegner hat. Ryze ist dabei der harte Counter zu ihm, denn er ist in der Lage, erstens viel CC auszuteilen, hat einen hohen Burst-Damage an sich, auch einen guten Sustain, weil man kann ihn tanky bauen und er ist trotzdem in der Lage, viel Schaden rauszudrücken und er verlässt sich halt wenig auf die eigene AP. Das bedeutet, er braucht ganz einfach nur sehr viel Mana, weil seine Sprüche ganz einfach von seinem maximalen Mana profitieren. Das bedeutet, der Schaden steigt unter Norm und er hätte oder wäre auf der Mitte sehr, sehr gut aufgehoben. Das Team hat sich aber dazu entschieden, Galio in die Mitte zu schicken und unser Star wird sich gnadenlos auf der Top-Lane behaupten müssen und zwar gegen Cho'Gath. Das heißt, wir werden sehen, wie er da die Laning Phase verbringt, ob er aggressiv oder defensiv sein wird, wie er gegenüber sich denn gegenüber den Ganks der eigenen Teams, aber auch des Gegners verhält und entsprechend auch seine Sprüche und so weiter verwendet. Was ich auch sehr interessant fand, dass er sich Erschöpfen geholt hat. Das machen natürlich wirklich die wenigsten Caster. Aber es ist trotzdem möglich, vor allen Dingen dann, wenn man bemerkt, okay, ich habe einen sehr, sehr mobilen Gegner gegen mich. Veigar ist hier natürlich einer der unmobilsten Champions von allen, ist aber in der Lage, mit seinem Stun wirklich Angst und Schrecken in den gegnerischen Reihen zu verbreiten, weil wenn er wirklich mehrere Gegner in die ganze Geschichte reinbekommt, erhält man oder hat man ganz einfach ein Riesenproblem. Zumal er auf der ersten Stufe 1,5 Sekunden lang besteht und das ist schon eine ordentliche Menge. Aber darüber werden wir gar nicht reden, denn der Gegner lautet ja Cho'Gath. Das bedeutet, wir werden sehen, wie er versucht, dem ganzen Rapture und dem Silence auszuweichen. Ist natürlich schrecklich gegen ihn. Wenn er gesilenced wird, ist er nicht in der Lage, sein Schadenspotenzial zu entfalten. Denn Ryze hat den großen Vorteil, dass er wirklich seine Sprüche spammen kann. Die Cooldowns an sich sind hier an lächerlich gering und durch seine Passive profitiert er auch noch davon. Das bedeutet, sobald er einen Spruch castet, erhält er eine Sekunde seiner Cooldowns zurück. Was auch zur Folge hat, dass seine Ulti entsprechend häufig eingesetzt werden kann. Das heißt, es kostet einerseits kein Mana, er kriegt Lauftempo und entsprechend auch Zaubervampir und seine Sprüche haben dadurch Flächenschäden bzw. zu 50% und das kann sich schon ziemlich grausam auswirken auf den Gegner und diesen Zauberspruch an sich kann man wirklich häufig einsetzen, weil wie gesagt, wenn man viel mit den Sprüchen arbeitet, vor allen Dingen dann, wenn man schon die Träne gekauft hat, dann ist es kein Problem mit den Sprüchen, sage ich mal, zu formen. Ihr seht schon, der Harass ist hier absolut kein Problem. Er kann Auto-Attacks landen und auch den Gegner bewerfen. Die Mana-Kosten halten sich wirklich in Grenzen. Und er hat auch hier mit dem Saphir-Kristall begonnen, was ich auch empfehlen kann. Viele arbeiten auch mit Schuhen, aber da ja die Move-Speed bzw. die Grund-Move-Speed erhöht wurde, ist man schon von Natur aus relativ schnell. Und die Schnelligkeit kommt einem ja zugute, wenn man versucht, den Skillshots des Gegners auszuweichen oder ihm in irgendeiner Form hinterherzujagen. Das heißt, er hat sich darauf verlassen, dass er hier mehr Schaden anrichtet, auch in der Lage, auch ist er in der Lage, mehr Sprüche zu casten, weil er entsprechend auch viel Mana hat und sich den ein oder anderen Healthbot zu leisten, gehört auf jeden Fall zu dem Standardspiel dazu. Das bedeutet, ich werde hier mal die ganze Geschichte ein bisschen ordnen. Und zwar wollen wir natürlich auch den Vergleich haben, okay, wer hat denn hier den größten Farm und wer hat denn hier die meiste Knete? Denn Knete ist natürlich bei dem Spiel enorm wichtig. Man kann hier schlecht auf Wirtschaft gehen oder der einzige wirtschaftliche Faktor ist quasi richtig und sauber zu farmen. Und ihr seht schon, hier bei einigen Dingen, hier hat das gemacht. Man kann wirklich, wenn man merkt, okay, das Minion kriege ich wahrscheinlich nicht mehr, dann sollte man schleunigst oder tunlichst mit seinen Sprüchen arbeiten. Hier ist natürlich der große Vorteil, dass seine Sprüche vergleichsweise sehr viel Schaden anrichten, da kann jemanden festhalten. Der Runenkäfig ist sowieso ein extrem, extrem starker Spruch auf ihm. Und nun werden wir den ersten Gank erleben. Das heißt, er kann hier jemanden festhalten, wie wir sehen können. Und die Zauberkaskade springt hin und her und ist auch in der Lage, den Gegner seine Magieresistenz zu reduzieren. Und man macht dadurch quasi entsprechend noch mehr Schaden. Ihr würdet hier, glaube ich, bemerken, dass er hier den ein oder andere Kaskade bekommen hat und lediglich 17 Magieresistenz hat, was wirklich relativ oder eigentlich ist es extrem wenig. Hatte aber das Problem gehabt, dass er hier hochgeworfen wurde und hier kann ich quasi den Tipp geben.
Und zwar war er in der Lage, noch sein Erschöpfen zu casten. Das fand ich sehr, sehr gut. Aber Cho'Gath ist sehr, sehr schnell, denn der Jax hat das Problem, dass er nicht mit Schuhen begonnen hat, sondern mit der Machete. Das ist ein totales Standard-Item. Das ist vollkommen in Ordnung. Ihr seht schon, die Grund-Move-Speed von ihm ist äußerst hoch. Kann aber nicht gegen normale Schuhe ankommen. Das heißt, wir spulen nochmal zurück und gucken, was man da hätte besser machen können. Meiner Meinung nach hat Ilo Borsti wirklich gut reagiert. Er hat sich den Gegner gestellt, ging relativ nah ran. Erst muss hier der Rekorder klarkommen. Genau. Ging relativ nah ran und auch Cho'Gath hat ja, wie will man sagen, mitgespielt. Und nun kommt folgender Fakt. Er wurde hier festgehalten, das ist absolut kein Ding. Und hier sollte man bitte nicht springen. Ganz wichtig. Den Sprung aufheben. Der Gegner kann nicht weg. Man hat den Red Buff, klar, der Schuh ab. Der Red Buff ist so grausam und slowt den Gegner wirklich um einige Prozente, würde ich mal sagen. Aber hier kann der quasi noch weg. Ein schönes Exhaust wurde hier gelandet. Aber der Tipp an euch alle, die versuchen zu ganken, lauft erstmal zu dem Gegner. Wenn ihr wisst, er kann ohnehin nicht weg, dann lauft zu ihm, verprügelt ihn, setzt ein paar Red Buff Stacks und schon habt ihr die ganze Geschichte ohne Probleme in der Tasche. Wenn er dann wegflashen sollte, seid ihr immer noch in der Lage, mit eurem Sprung hinterherzukommen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er geflasht hat, aber auch erschöpft war. Das heißt, er war sehr, sehr langsam und unser Jax wäre ohne Probleme hinterhergekommen. Ganz wichtig, setzt eure Dashes, eure Sprünge oder alles, was ihr habt, was in irgendeiner Form Distanz zum Gegner verringert, setzt das bitte erst dann ein, wenn der Gegner gezwungen ist, ebenfalls entweder solche Sprüche einzusetzen oder ganz einfach sein Flash zu verbrauchen. Denn Flash zu verbrauchen ist tödlich. Das Gute ist, dass Jax trotzdem mitgedacht hat. Das heißt, er versucht erneut die Toplane zu ganken, weil er ist ein sehr, sehr mobiler Champion. Kann halt, wie gesagt, den Gegner problemlos anspringen. Und Cho'Gath muss hier ohne Flash arbeiten. Das heißt, ihr werdet hier sehen, dass unser Star versucht, ein bisschen vorsichtig zu sein. Kann jetzt hier den eigenen Jungler engagen lassen, das Rapture wurde auf die Minions gemacht, das ist ein Riesenproblem, denn das ist der einzige defensive Spruch von Cho'Gath, wenn man das Silence, also das Silence ist natürlich auch sehr gut, aber verlangsamt niemanden. Das heißt, ihr seht schon, man konnte hier den Runenkäfig auf den Gegner machen. Das Flash bin ich mir nicht sicher, ob das nötig war. Beide haben sogar, glaube ich, geflasht, ja. Ist in Ordnung, das bedeutet, man hat trotzdem den Kill entspannt bekommen. Aber ich denke, man hätte es wirklich auf sich auf den Red Buff verlassen können, zumal er noch richtig viel AP hat und den ein oder anderen Tower Shot hätte tanken können. Aber großer Vorteil, wir haben hier unseren ersten Assist bekommen und können natürlich auch von der Knete profitieren und auch von dem Fakt, dass wir uns hier entspannt hochfarmen können und ein bisschen Distanz gewinnen geht leider nicht. Also man ist genau gleich, ist aber trotzdem in Ordnung, dass das... dass man das gleiche Niveau wie der Gegner, das ist entscheidend, dass es so ist. Das heißt, wir haben uns nur die Schuhe geleistet, sind hier wesentlich schneller, können hier, haben uns noch den ein oder anderen Health- und Mana-Pot geleistet und einen Ward. Sowas schätze ich auch immer, dass man versucht, die Übersicht zu bewahren und entsprechend auch nicht gegankt zu werden oder sich vor den Gank zu schützen. Und hier ebenfalls der Fakt, arbeite ich mit Auto-Attacks oder arbeite ich mit den Sprüchen? Und wenn ihr quasi am Turm farmt, würde ich euch wirklich raten, wenn es sehr, sehr knapp ist, dann den ein oder anderen Spruch zu casten. Ihr seht schon, das Kanonen-Minion wurde leider nicht erwischt und dieses Geld fehlt einem. Genau hier, diese ganz kleinen Dinge, dann sollte man auf jeden Fall mit den Sprüchen arbeiten, um da effektiver zu farmen. Ich will jetzt hier nicht sehr penibel sein, aber wir wollen natürlich besser werden und dieses Spiel ist sehr, sehr kurz. Das heißt, hier hat es genau richtig gemacht. Er hat gewartet, das Minion hatte wenig HP und so habe ich versucht, mit dem normalen oder mit den Sprüchen zu arbeiten. Das Wichtige ist natürlich, dass er auch durch die Tränen der Göttin in der Lage ist, dadurch sein maximales Mana zu erhöhen, denn er will ja dieses Item vollgestackt bekommen. Das ist ein sehr langer Weg mit Ryze und man muss dann oder man kann dann entspannt mit dem ein oder anderen Spruch auf jeden Fall arbeiten. Also wenn einem die Hälfte des Manas hier bei dieser großen Menge fehlt, ist das absolut kein Problem. Hier sieht man auch, dass er trotzdem versucht, die Minions vorher zu beschädigen. Also das Last Hidden ist hier relativ entspannt fallen, weil er natürlich den Gegner dazu zwingt, Richtung des eigenen Towers zu gehen und somit hat er Probleme bzw. muss sich zurückhalten. Und hier kann ich auch den Tipp geben, hier sollte man sich entspannen und einfach mal schauen, okay, was macht der Gegner? Wie weit ist der Gegner weg? Kann ich mir hier vielleicht erlauben, ganz vorsichtig zu lasten, also wirklich immer nur den letzten Hit zu machen, damit der Gegner gezwungen ist, in dieser Position zu verharren, weil er dann natürlich ein absolutes Gankopfer ist, weil der Weg zum eigenen Tower ziemlich lang ist und sein Flash immer noch auf Cooldown. Wir gehen ja ganz kurz auf die Maximierung ein. Sie ist sehr, sehr klassisch, das heißt, die Überladung wird auf jeden Fall genommen. Sie gewährt nicht nur konstanten Schaden, sondern man bekommt auch die ein oder andere Abklingzeitreduzierung.
Und wir sehen schon, dass er bei 12% bereits ist. Und das ist vollkommen normal, wenn man bedenkt, dass er später, denke ich, vor allen Dingen mit dem Blue Buff locker auf 90 kommt. Und ihr seht, dass der Harass hier ganz gut ist. Cho'Gath ist natürlich ein Champion, der sehr viel Sustain mitbringt. Das heißt, wenn er Minions oder Creeps oder was weiß ich was tötet, ist er in der Lage, Leben und Mana wiederherzustellen. Das ist nicht mehr so viel wie früher, beziehungsweise wurde das mehr aufs Late Game angepasst. Nun wird er gegankt. Das hat er schön gemacht. Hat hier den Initial-Dash dodgen können. Und Cho'Gath hätte ohnehin nicht erfolgreich sich bei dem Gank beteiligen, weil seine Sprüche super viel kosten. Vielleicht hätte das Rapture getroffen. Das Silence danach wäre trotzdem nicht da gewesen und hätte nicht, oder wäre nicht in Lage, irgendeinen wichtigen Spruch zu provozieren. Er wird sich jetzt hier nur ganz entspannt hochreihen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Und nun seht ihr, dass das Farm natürlich hier problemlos funktioniert, wenn man die Sprüche einsetzt. Vor allen Dingen, wenn man merkt, okay, der Tower richtet schon viel Schaden an und mein Auto-Attack reicht bei der Geschichte nicht aus. Und ihr seht schon, es ist trotzdem gleich auf, das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist wichtig, dass man versucht natürlich konstant zu farmen, dass man versucht gut zu farmen, aber der Abstand zum Gegner ist quasi ein gutes Mittel, um zu schauen, okay, wie effizient bin ich denn. Ihr bleibt jetzt hier auf jeden Fall auf der Lane, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn man auch merkt, so, und achso, genau, jetzt kommt der Gank und jetzt kommt eine sehr, sehr schöne Aktion von Cho'Gath. Das heißt, an sich war das natürlich eine gute Idee vom Gank, vom Ganken, denn das heißt, er hat zwar noch vergleichsweise wenig Mana, hat zwar den Blue Buff, aber das Mana reicht nicht aus, um auch die ganzen Sprüche effektiv in irgendeiner Form auf den Gegner zu schleudern. Das heißt, hier wäre auch fraglich, ob genug Schaden entstanden wäre, vor allem wenn man bedenkt, dass Ryze vergleichsweise auch nicht gerade derjenige ist, der gerade mit viel mit Mana protzen kann, aber seine Sprüche kosten auch nicht viel, das heißt, es hätte trotzdem effektiv laufen können, denn Cho'Gath flecht sich hier auf eine hervorragende Weise. Hat er wirklich gut gemacht, konnte perfekt die Ulti da von Galio dodgen und hier entspannt wegkommen. Problem ist natürlich, dass ihm jetzt sein Escape-Spell, sage ich mal, fehlt und hier der ein oder andere Gank nun erfolgreich sein könnte. Generell muss man sagen, dass ihr sehen könnt, dass das rote Team hier eine gute Arbeit leistet. Sie haben wesentlich mehr Geld, natürlich den einen oder anderen Kill, der am Anfang den Geldunterschied auf jeden Fall in die Höhe treibt. Und er versucht hier noch entspannt zu farmen, während sich der Cho'Gath zurückgezogen hat oder auch sich zurückziehen musste. Das bedeutet, unser Held macht jetzt genau das gleiche, wird sich jetzt die nächsten Items kaufen. Und bei Ryze ist die Itemwahl eigentlich relativ, ja, ich will mal sagen, relativ solide, relativ entspannt. Denn er muss ganz einfach wirklich nur auf massives Mana setzen. Er ist nicht so sehr davon abhängig, wie viel AP er hat. Na klar, es stacken die ein oder anderen Sprüche mit AP, aber nicht so schön, will ich mal sagen, wie mit Mana. Das heißt, er kann sich Items holen, die ihn auch sehr, sehr tanky machen, wie zum Beispiel Banshee's Veil oder auch das gefrorene Herz. Und nun werden wir den großen Fehler von Cho'Gath sehen. Das heißt, er hat ja wahrscheinlich schon die Vorahnung, okay, ich werde gegankt, sollte mich vielleicht nicht so weit vortrauen, aber arbeitet nicht mit sehenden Augen. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil man sich halt den Ganks auf jeden Fall relativ machtlos gegenübersteht. Das fand ich ein bisschen irritiert, dass er hier weggegangen ist, dass er die Geduld, ich will nicht sagen verloren hat, aber vielleicht gedacht hat, okay, Cho'Gath zieht sich zurück. Das hat er hier vergleichsweise gut gemacht, dass er wirklich passiv geblieben ist, aber in dieser Spielphase ist es wirklich sinnlos rumzustehen, beziehungsweise er war dazu gezwungen rumzustehen und unser Held kann hier in aller Genüsslichkeit farmen. Der Farm ist trotzdem relativ gleich auf, das heißt, Cho'Gath kann sich vielleicht diese kleinere Pause, will ich mal sagen, gönnen und unser Jungler versucht jetzt hier jede einzelne Lane in irgendeiner Form zu terrorisieren. Das ist in Ordnung, weil die Top-Lane macht hier ihre Aufgabe, denke ich, ganz gut. Wie gesagt, die Itemwahl fand ich vollkommen in Ordnung. Ryze ist einer der wenigen Champions, die wirklich in der Lage sind, am Anfang ganz einfach super entspannt nur auf Mana zu gehen und sich Teil-Items zu holen. Das bedeutet, das Teil-Item von dem gefrorenen Herzen, was einem Mana, Abklingzeiten und Rüstung gibt, ist auch ein hervorragender Gegenstand für ihn und er kann sich das leisten, dieses Item nicht oder quasi noch nicht zu Ende zu bauen, denn der Zwischengegenstand ist sehr effizient für ihn und er braucht, wie gesagt, nur Mana. Ich hätte ihm hier vielleicht empfohlen, das war relativ traurig, denn er hat hier leider das Minion in einen Käfig eingesperrt und entsprechend auch Schaden angerichtet, wird aber trotzdem den Gank, denke ich, erfolgreich ausführen. Hier können wir sehen, dass das Exhaust landet, wird hier gnadenlos gefressen, war sehr, sehr knapp, überlebt das Ignite hier und interessanterweise hat er seine Ulti nicht eingesetzt. Das fand ich auch sehr, sehr irritierend. Wenn man merkt, dass Cho'Gath wirklich so nah rangeht, sofort Ulti an, denn man bekommt Zaubervampir und entsprechend auch den Flächenschaden und richtet richtig viel Damage am Gegner an und sollte den dann extrem zumüllen mit seinen Spells.
Was die Skalierung angeht, finde ich auch sehr interessant. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er als nächstes geht. Denn man muss sagen, dass beide Sprüche sehr, sehr gut sind. Das heißt, die Zauberkaskade richtet natürlich viel Schaden an und reduziert dann auch mehr Magieresistenz, je nachdem, welche Stufe es hat. Der Runenkäfig bietet aber natürlich den Vorteil, dass ganz einfach das Gefängnis selber länger anhält und natürlich auch entsprechend mehr Schaden macht. Aber das kann eigentlich jeder skillen, so wie er mag. Was ich ihm auf jeden Fall raten kann, ist, wenn er gerade wenig Lane auf der Leben hat, dann kann er problemlos mal die Ulti aktivieren, denn der Cooldown ist von 60, also die 60 Sekunden sind ultra gering, das ist gar nichts. Und er reduziert natürlich, indem er ganz einfach seine Spells castet. Das heißt, mit Ryze seid ihr auf jeden Fall in der Lage, die Ulti mal entspannt einzusetzen, um zum Beispiel mal eine Minion Wave zu clearen. Hier seht ihr nochmal ganz kurz 1 gegen 1, das ist auch gut gemacht, denn er wurde gesilenced, aber ihr seht schon, wie viel Schaden er rausdrückt. Und hier kann man auf jeden Fall aggressiver sein. In diesem Moment hätte ich definitiv, nachdem er auch alle Sprüche gemacht hat, das heißt, er ist relativ wehrlos und die Cooldowns von ihm, das ist jetzt hier nicht richtig angezeigt, aber ihr habt gesehen, dass er das Rapture gemacht hat, sind schrecklich hoch. Also hier, das sind fast alle im zweistelligen Bereich. Und er kann sich das problemlos leisten, die Ulti zu aktivieren. Diese hält relativ lange, 5 Sekunden. Das reicht locker aus, um ganz einfach Movespeed auszubauen und den Gegner zu befeuern. Denn alle Sprüche werden quasi, je nachdem, ob gecastet wird, reduziert. Und somit wäre in der Lage, entweder noch einen Runenkäfig auf den Gegner zu werfen oder ihn ganz einfach problemlos hinterher zu jagen und ständig eine Überladung an den Kopf zu knallen. Also hier würde ich auch empfehlen, aggressiver zu sein. Wirklich den Gegner zu stören, ihn von der Lane entweder komplett zu vertreiben. Hier hat man sehen, dass er viel Schaden bekommen hat und muss sich nun darauf verlassen, dass er das ein oder andere Minion tötet und hat jetzt hier mit Mord gearbeitet, das finde ich auch richtig, vollkommen in Ordnung. Aber ich hätte mir hier persönlich ein bisschen mehr Aggressivität von unserem Helden gewünscht. Ihr seht schon, der Damage zwar ist relativ hoch, aber sobald er seine Sprüche gecastet hat und man merkt, na, eigentlich habe ich noch ziemlich viel HP übrig. Man muss natürlich auf die Ulti aufpassen, aber er muss natürlich erstmal an einen rankommen. Das heißt, der Runenkäfig wird auf jeden Fall Abstand generieren können, das ist kein Ding. Und die restlichen Sprüche mit der Ulti quasi oder mit der Kombination der Ulti sind auf jeden Fall in der Lage, hier wirklich viel Leben wieder zu generieren. Ihr seht schon, dass der Harass problemlos knapp und das kann man öfter machen. Hier erneut die Sprüche gecastet, schon wieder nur Überladung auf den Gegner steuern und jetzt hat er seine Ulti verbraucht und das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um zu kämpfen. Er hat wenig Mana, er hat zwar noch das Flash, aber selbst wenn ihr in der Lage seid, ein Flash zu provozieren, das ist für euch ein riesen Vorteil, zumal ihr einen Move-Speed-Bonus von der Ulti bekommt und auch den Gegner hinterherjagen könnt. Wie gesagt, 5 Sekunden sind nicht super lange, aber das liegt ganz einfach daran, dass man die Ulti, wenn man das richtig macht, mehrmals im Kampf einsetzen kann, weil, wie gesagt, der Cooler und so dermaßen gering ist und dann natürlich auch durch die eigenen Spells weit sind. Das heißt, hier hätte ich mir auf jeden Fall, wie bereits erwähnt, mehr Aggressivität gewünscht, weil ihr seht schon, er kann Cho'Gath auf jeden Fall die Stirn bieten, aber hat leider nicht mehr Mana. Denn Cho'Gath, wenn er einmal da ist, schafft er es, die ganze Wave zu clearen, was ja ganz gut ist, was quasi seine Stärke auf jeden Fall darstellt. Und hier hat sich auch gut verhalten, ist hier nochmal in den Busch gegangen, zu gucken, ob jemand kommt. Denn auch er ist in der Lage, wirklich ein 1 gegen 1 zu provozieren. Nun seht ihr die Stärke von Weiger. Das heißt, er kann ankommen, seinen Käfig machen und all seine Spells auf ihn schleudern und er ist sofort tot. Das geht sehr, sehr schnell. Später wird es dann nicht mehr so schnell gehen, wenn Ryze in der Lage ist, viele, viele Items zu holen. Denn seine AP wird nicht sonderlich ansteigen, außer er sich den Stab der Erzengel bzw. baut diesen aus der Träne der Göttin. Das ist eine gute Wahl. Aber was ich euch auf jeden Fall auch sagen kann ist, und dazu werde ich, denke ich, auch das ein oder andere Video noch machen, und zwar zu dem neuen Mana-Mune, beziehungsweise Mana-Mura ist das, glaube ich, wenn es, wenn man geschafft hat, 1000 Mana davon zu generieren. Ihr seht schon, das ist knapp bei einem Drittel davon. Das ist auch total in Ordnung. Und das Ding ist, dass das neue Mana-Mura in der Lage ist, nicht nur seine Attack-Speed, seine Attack-Damage basierend auf seinem maximalen Mana zu erhöhen, sondern witzigerweise werden auch seine Single-Target-Spells mit diesem Debuff versehen. Das bedeutet, man kann den Mana-Mura aktivieren und einen gewissen Prozentsatz seines maximalen Manas abziehen und dazu rechnen, beziehungsweise den Gegner quasi mehr Schaden anrichten. Und wenn ein Ryze Mana-Mura hat und trägt und benutzt, richtet nicht nur seine Auto-Attacks enorme Schäden an, sondern auch seine Spells richten mehr Schaden an, weil alle seine Sprüche, auch wenn er seine Ulti aktiviert, als Single-Target-Spells zählen. Und das ist ordentlich. Dazu werde ich auf jeden Fall noch ein Video rausbringen, weil das sieht sehr, sehr dramatisch aus und ich habe schon die ein oder anderen Videos gesehen, wo jemand
dieses Itembild oder diesen Gegenstand in seinem Itembild eingebaut hat und es war wirklich grausam. Das fand ich sehr, sehr schön, dass sie hier versucht hat, lang wie möglich zu dodgen, hat sich nicht provozieren lassen, ist nicht in den in den Ereignishorizont gelaufen. Man hätte, glaube ich, auch sofort rausflashen können, das wäre, denke ich, auch eine gute Lösung gewesen, aber das Wichtige ist, dass er überlebt hat und nun natürlich seine Kumpels sich denken, alter Schwede, dich mach mal platt. Und jetzt kommt eine etwas unschöne Aktion. Das heißt, er versucht natürlich hier im Fight zu helfen, das ist klar. Muss aber davor aufpassen und ihr seht schon, Togat wollte ihm den Koffer beißen? Nee, wollte auf jeden Fall nah ran. Und das Problem ist, dass unser Weiger hier seine dunkle Materie gecastet hat und zack, unseren Held leider finisht. Und nein, er stirbt natürlich mit einem sehr, sehr schönen Spruch. Und das Einzige, was er quasi in dem Sinne noch positiv war, dass seine Kollegen auf jeden Fall noch die Kills bekommen und er auch entsprechend Assist. Das war ein bisschen traurig, weil Ryze hat für einen Caster vergleichsweise wenig Reichweite. Das ist so seine kleine Schwäche, würde ich mal sagen. Seine Überladung geht, würde ich mal sagen. Also da kann man den Gegner auf jeden Fall gut harassen. Aber es ist trotzdem ein... Man muss trotzdem wirklich nah ran. Der Vorteil ist aber, dass man nah ran muss, ist, dass seine Zauberkaskade dann natürlich wesentlich besser ist. Vor allen Dingen dann, wenn man quasi seine Ulti aktiviert. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Flächensprüche mittels der Kaskade generiert werden, dass ein Gegner auch diese, sage ich mal, mehrmals abbekommt. Das heißt, er bekommt diese ab, sie springt zurück zu Ryze. Und wenn der Flächenschaden, den er dann anrichtet, also wenn er seine Ulti aktiviert hat, wird der Gegner quasi nochmal reduziert, beziehungsweise dessen Magie. Resistenz. Wir werden das hier gleich beobachten, das heißt, er wird hier versuchen, die Midlane zu ganken. Ihr seht schon, Weiger wird hier vermutet, dass er in dem Busch ist und nun, das fand ich sehr interessant, nun facecheckt er. Das fand ich sehr, sehr mutig und hatte wirklich großes Glück gehabt, dass zwar das Dark Matter ihn auf jeden Fall treffen wird, aber wir werden mal gucken, wie seine Spell-Kombination nun aussieht. Das heißt, er wird den Gegner erstmal bewerfen, mit dem Runenkäfig festhalten und konnte den Spruch nicht direkt dodgen, aber seine Ulti hat hier vergleichsweise wenig Schaden gemacht, denn Ryze hat fast keine AP. 50 ist lächerlich. Das ist gar nicht. Ich glaube, das sind nur die Runen und Masteries. Und glücklicherweise wurde er hier nicht getroffen. Also wurde auch nicht gestunt. Und Exhausted ihn, das ist auch eine ganz gute Idee. Und nun könnt ihr sehen, dass er hier sofort stirbt. Er wurde natürlich hier gefinished. Aber wir werden ganz kurz schauen. Das würde ich eigentlich machen. Wie denn es mit der Magieresistenz von Weiger kurzzeitig aussah. Das heißt, hier ist er nun gegankt worden. Gleich kommt die Zauberkaskade. Darauf warten wir. Zack. 26. Oh, das ist aber noch. Das ist aber noch vergleichsweise wie. Oh, 11. 11 ist natürlich schon nicht mehr so viel. Ah, das war's schon. 11 Magieresistenz hatte der Gegner. Das ist nichts. Das heißt, dadurch wird fast gar kein Schaden mehr reduziert. Und eigentlich, wollen wir nochmal ganz kurz schauen. 8 Durchdringung. Okay. Und unser Gallio hat ebenfalls 8 Durchdringung. Mit der 8% macht er quasi True Damage am Gegner. Und das ist schrecklich. Und das ist schrecklich viel. Und dadurch ist auch Ryze schrecklich effektiv. Nicht nur durch sein Itembild an sich. Das heißt, er kann, wie gesagt, sehr, sehr tanky sein. Kann sich hier Banshee's Veil oder Mantel der Todesfee oder sowas holen. Auf jeden Fall dieses Item, was einem Schutzschild gibt. Und er ist auch in der Lage, wie gesagt, sich gefrorenes Herz zu kaufen. Dadurch sehr, sehr tanky, hält enorm viel aus und drückt auch ordentlich Schaden. Das heißt, das rote Team hat es hier gut gemacht, konnte hier wichtige Charaktere finishen. Das heißt, die Botlane hat sich hier noch zurückgezogen. Ist aber in Ordnung, denn der Dragon liegt nun frei. Und man kann jetzt hier noch mehr Geld generieren. Er hat sich auch, was ich sehr interessant fand, den Cache der Harmonie geholt, damit er ganz einfach noch mehr Mana regeneriert. Gibt ihm auch Magieresistenz, das tut jeden gut. Das heißt, er hat hier schon relativ ausgeglichene Werte. Sowas sieht man auch sehr gerne, wenn etwas ungefähr bei 100-100 liegt. Und nun wird es quasi zu einer kleineren Teamfight-Situation kommen, beziehungsweise zu einem kleinen Positioning-Fail. Das heißt, das rote Team wird nun versuchen, auf die Botlane zu gehen und Vi hier in irgendeiner Form zu gängen. Sie flasht sich weg. Er geht hier ziemlich nah ran, kommt dann entsprechend auch nicht an Vi heran mit dem Runen. Das, wie gesagt, die Reichweite seines Spells sind unglaublich kurz. Die Gegner versuchen ja irgendeinen Fight zu provozieren. Das war schön gemacht, dass Jax hier versucht hat, die Distanz zu gewinnen. Und nun müssen wir quasi unseren Helden beobachten, was er denn tut. Er wird ja auf jeden Fall schon hart unter in Bedrängnis genommen. Cho'Gath hat ja seinen Rapture getroffen. Und nun kommt folgendes Problem.
Er muss zwingend zu seinem eigenen Team aufschließen. Das kann ich definitiv als Tipp geben. Das heißt, wenn er hier geht er ganz kurz zurück, versucht noch seinen Runenkäfig und das ist schon der große Fehler. Man hat ja, glaube ich, schon die Zinnklinge gesehen und darauf soll man aufpassen. Leona hat eine unglaubliche Reichweite und Ezreal drückt richtig viel Schaden raus, beziehungsweise Cho'Gath hat auch super viel CC. Das heißt, er versucht hier mit dem Runenkäfig zu arbeiten. Man muss bedenken, dass trotz des Runenkäfigs der Gegner in der Lage ist, seine Sprüche zu casten. Außer er macht zum Beispiel die Zinnklinge. Das geht nicht. Also er kann keine Sprüche nehmen, die ihn woanders hinbewegen. Aber er ist in der Lage, trotzdem Auto-Attacks zu machen, beziehungsweise Sprüche zu casten, die gerade in seiner Reichweite sind. Das heißt, er hat hier versucht, das Rapture zu treffen. Das ging nicht ganz, aber wie ihr sehen könntet, hat Leona ihre Ulti erwischt. Und unser Held musste sich hier leider verabschieden. Das eigene Team hat aber die Sache hier ganz gut gemacht. Auch die Ulti von Galio war hier wirklich schön, konnte viele Gegner reinbekommen. Und man merkt, dass auch unser Graves hier wirklich sein Gold-Ido in der letzten Saison verdient hat. Hat hier seine Sache auch gut gemacht. Ihr seht, er hat die Botlane total dominiert, gemeinsam mit Sona. War wirklich schön. Und was ich noch sagen will, ist, dass er sich die Feuerprobe nun gekauft hat. Ich denke nicht, dass wir dieses Item noch im Einsatz sehen werden, aber das ist wirklich ein schönes und ich habe die ganze Zeit gesucht, wo ich denn das finde, weil ich dachte, das gibt eine Magieresistenz. Das war aber nicht Magieresistenz, sondern AP. Das heißt, es gibt eine Mana-Magieresistenz, eine Regeneration, das ist klar. Man hat trotzdem noch die Passive des Kelches und man ist in der Lage, auf einen Verbündeten ein Cleanse zu wirken. Und zwar ein Cleanse, was nicht nur alles von einem entfernt, sondern auch Leben wiederherstellt. Und das sogar eine ordentliche Stange. Vor allen Dingen, es hängt quasi davon ab, wie ihr selber lesen könnt, dass es vom fehlenden Leben noch profitiert. Und das fand ich ein sehr, sehr interessantes Item. Habe ich auf Ryze noch nicht gesehen. Ich denke, wir werden es auch nicht mehr im Einsehen. Das bedeutet, ich werde hier noch entspannt vorspulen. Und noch den restlichen Fight laufen lassen. Hier hat er sich wieder erwischen lassen. Ihr seht, wie schnell das geht, wenn der Gegner in der Lage ist, euch die CC aufzuzwingen. Und das ist halt sehr gefährlich. Vor dem kleinen Mann hier sollte man sich auf jeden Fall schützen. Wenn er es schafft, seinen eigenen Horizont richtig zu treffen, bekommt man Riesenprobleme. Aber wie gesagt, das rote Team insgesamt hat hier eine gute Leistung abgeliefert. Ihr seht schon, die Ulti-Kombinationen sind wirklich relativ grausam. Weiger hat hier keine Funktion mehr, beziehungsweise Leona versucht, hier noch sicher in die Base zu kommen. Wird aber, denke ich, nicht viel bringen. Aber nochmal als kleiner Tipp, Positioning ist natürlich auch sehr wichtig. Er hat das Problem, dass er relativ nah ran an den Gegner muss. Ich denke, sie haben ihn aufgegeben und er ist einfach sinnlos reingelaufen. Aber das ist kein Problem. Was ich sagen wollte ist, dass er auf der Laning Phase wirklich wesentlich aggressiver sein konnte. Das kann ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben und natürlich beim Positioning aufpassen muss. Er ist sehr, sehr tanky, aber er braucht natürlich auch die entsprechenden Gegenstände, um tanky zu sein. Hätte er Banshee's Veil als nächstes zu Ende gebaut, hätte das rote Team noch, das blaue Team meine ich, viel wesentlich größere Probleme. Das heißt, er hätte dem Stun Probleme entgehen können, indem er einfach durchgelaufen wäre und hätte sich auch vor Cho'Gath geschützt, denn Cho'Gath richtet auch sehr, sehr viel magischen Schaden an und das ist natürlich ein großes Problem für ihn. Das heißt, ich kann dir als Tipp geben, Laning Phase aggressiver gestalten oder hier speziell in die Mitte gehen. Weiger ist, oder Ryze ist der absolute Counter zu Weiger. Also wenn es einen gibt, dann auf jeden Fall ihn. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich denke, wir sehen uns bald.